Herzlich willkommen beim Tickers, Freunde. Nächster Tag läuft alles gleich wieder. Wir wollen jetzt die Wochen neu machen, ne? Ja, genau. Jawohl. Er ist das schon das zweite. Ja, wir haben uns entschieden für die Farbe hier. Wir nehmen die Farbe hier, tui. Da. Das gefällt uns ganz gut, schwarz mit roten Nähten. Genau, rot ist zu. Genau. Ja, ich wollte das, aber das ist zu viel Dings, ne? Hier. Ja, ich denke aber das sieht schon ein bisschen sexy aus, ne? Mit roten Nähten. Ja. Das ist schon geil. Ist nicht echt Leder, aber Lederimitat. Freunde, ich zahle 1300 Teller. Also kann ich wohl geben, Digga. 65 Tacken. Mein Onkel meckert schon. Nein, du kannst nicht so viel Geld ausgeben. Ich sag, Onkel, es ist nicht wie vor 20 Jahren, oder nicht? Ja, warte mal, aber ich will die Sitzbezüge noch mal zeigen. Also der hat auch die passenden... Aber die sehen nicht so gut aus, ja? Oder doch, die Farbe doch, passt wieder, ne? Weil das passt ja mit dem hier mit wir können mal morgen mal aufziehen lassen. Wir gucken mal, oder? Ja. So, Türpappen werden angepasst. Und dann werden sie gleich gezogen. Ja, Freunde, Papa hat sich einen Bullfänger bauen lassen. Ja, keine Ahnung. Schreibt in die Kommis. Geil oder nicht geil. Also, ich hätte es ist okay, ich hätte es aber auch nicht gemacht. Ich hätte es nicht gemacht, aber er hat gesagt, ist mir scheißegal, ich bin Wolfhänger. 200 Euro, ne? Ja, aber... Also nicht, keine ganze 200... Er wollte diesen Wolfhänger. Ich hätte ihn ohne Wolfhänger gefahren. Aber er will es haben. Was soll ich machen, Freunde? Ja, einmal rum, oder? Aber sieht sehr aggressiv aus, durch. Weil es passt schon mit den Seitenlängern jetzt. Komm mal. Du meinst jetzt chrom, schwarz, also von der... spiegelt sich wieder, ne? Oder nicht, also... Ja, ist schon lustig aus. Also spiegelt sich wieder, meinst du? Spiegelt sich irgendwie wieder, ne? Ja. Egal, Papa freut sich, er soll nicht mehr einmal gucken, wir gucken einfach, oder? Genau. Er muss ja glücklich sein, nicht wir. Nein, nein. So, der Herr macht unsere Türpappen. Ja. Aber ich verstehe jetzt, hä? Warum ist kein... Warum ist da unten Filz und da normaler Stoff? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber hat wohl seine Gründe. Eine Türpappe ist dran. Sieht doch mal schon ja, ein bisschen edler aus als die alten. Die waren ja so zerrissen. Und wir haben hier die Fensterheber haben wir ja neu gemacht. Die Türgriffe sind ja neu. Weil die um 5 Feier machen, deswegen. Wow. Ja. Oh, der Amarok hat auch den. Hey, wie Papa. Nein, der, ja. Der hat ein bisschen nicht so guten. Papa hat richtig den auffälligsten Gesöhn. Ja, aber was soll ich machen? Mir gefällt es jetzt auch nicht so doll. Aber jetzt ist hier Feierabend eingekehrt. 5 Uhr, Alter, alle chillen hier. Tui, ja. Guck dir das mal an, Alter. Keine Arbeit wieder. Hey. Stopp. Fabian. Ja, hier ist doch anderen. Am Janabian. Ja, hey. Ja, der Turek, der war so dreckig, Freunde. Haben wir gesagt, einmal kurz rüber waschen. Hey. Oh, sieht wieder gut aus, aber. Ha? Oh, tertemiz oldu ya. Ja, orada yolda kalmış, çok kirliydi abi. Ha? Sieht wieder gut aus. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Nicht schlecht, ne? Ja. Der neue A5, wer Geld hat, hat Geld, ne? Hey, sieht aber gut aus. Mal gucken, ob der Bullfänger zur Geltung kommt. Oh, ist schon hier, ja. Ja, too much, aber was soll ich machen, Alter? Er will es haben, er hat's. Freunde, wieder eine ganze Sache hier in Sanai rumgehangen. Ja, was soll's, aber ich mag das. Das habe ich euch schon mal erzählt, ne? Dass ich gerne hier rumhänge. Ja. Was macht Sadik Usta? Wollen wir mal gucken. Wallah, Sadik Usta hat rausgenommen die Kopf. Ja. Sonntag machen wir. Ventiler öldü. Es hat geknallt. Es hat geknallt. Uiuiui. Aber sieht auch nicht so schlimm aus. Also bewundernswert ist ja, die fahren hier ja wirklich richtig chaotisch. Und das ist der erste Unfall, den ich sehe. Die Polizei ist auch schon direkt da. Nicht mal 3 Sekunden vergangen.
das Blöde ist natürlich, der Vordermann hat nicht viel abbekommen, hat eine Anhängerkupplung. Der wird wohl nicht ganz so viel abbekommen haben. Außer eine schiefe Anhängerkupplung. Sieht so aus, als hätten die es geklärt. Auch ohne Polizei. Mit an. Also viele haben ja gefragt, dieses Armaturenbrett, das wurde mal lackiert. Das hat hier schon ein bisschen Risse, also auf jeden Fall wurde das lackiert. Das ist nicht original so. Wir lassen das aber jetzt noch mal aufbeziehen in dem gleichen hier. Und die Sitzbezüge auch. Wie gesagt, das ist jetzt nur für die schnelle Art. Klar, er muss noch restauriert werden, die ganzen Teppiche müssen noch gemacht werden. Aber so für den ersten, ja, ist es doch schon mal nicht schlecht. So, der Junge hier ist hier fleißig am Arbeiten. Aber das Endergebnis, also das volle Bild, zeigen wir euch dann später. Sieht gut aus, Armaturenbrett. Aber nicht schlecht. Design ist da, ich hab Design ist da. Ja. Voilà, hey. So. Türpappen wurden gemacht, das Armaturenbrett wurde gemacht. Dann haben wir uns so andere Sitzbezüge geholt, damit die da drauf passen. Schade ist nur, wir haben die Türgriffe gewechselt und Fensterheber. Schade ist nur, dass die Kappen von dem Türgriff leider nicht drauf passen. Da müssen wir uns dann andere Kappen holen. Also diese hier. Da. Teppich haben wir ja noch nicht machen lassen. Das machen wir dann nachträglich, weil ja, bringt ja nichts. Das Auto soll ja restauriert werden. Deswegen bringen auch jetzt keine Teppiche. Onkel Elektriker, wo ja, bist Wander, du? Wander, Freunde, Alter, der Elektriker ist der Burner. Seit gestern macht er das Auto. Was hat er hier gemacht? Ja, die naja, Blinker die Blinker hinten. Sorry, Blinker hinten, den Schalter, ein Parklicht hat er gemacht. Dann hat er noch gesagt, jo, läuft sehr gut. Aber ich glaube, gestern war er schon fünfmal weg, ne? Und morgen kam er, war er nicht da, da kam er. Dann war er wieder zehnmal weg. Und dann sagte ich, ich habe ihm noch gesagt, er sagt, willst du noch die Fernlichter angemacht haben? Ich sage, jo, hier 100 Teller, kannst du auch gerne machen, ne? Ich gehe einkaufen. Ne, mit Papa waren wir unterwegs, 2 Stunden. Ja. Ich komme wieder, er sagt, oh, ich habe noch nicht mal angefangen. Ja. Da war er wieder nicht da. Jetzt hat er, habe ich gesagt, bitte mach haben, das jetzt. Nee, da haben wir gesagt, ist egal, Auto bleibt ja eh hier. Ja. Wegen der Innenausstattung. Jetzt habe ich ihm noch gesagt, ich sage, Digi, ich gehe was essen. Er fragt schon, wie lange dauert das? Ich sage, nein, 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 wir sind schnell wieder da, mach die Karre fertig. Jetzt sind wir wieder hier, Alter. Er ist wieder nicht da. Ich habe die Nachbarn gefragt, er sagt, Walla, dieser Mann ist so, der ist überall. Aber das Geile ist, wir haben uns gedacht, egal, wir fahren ohne ihn. Ja. Weil wir Zeit haben wir ja schon. Aber, tada, kein Schlüssel da. Walla, der Onkel Elektriker, Digga, kommt nicht her, Digga, ja. Oder ihr braucht 2 Wochen hier zum Reparieren. Was sagst du dazu? Ja. Du hast deinen Innenhaus schon noch fertig gemacht. Ja. Alter. Und er läuft immer noch hier rum. Ja. Eine Sicherung holen ist er gelaufen. Irgendwo. Keine Ahnung, wieder so eine halbe Stunde. Aber ein geiles Handy, Alter. Auf jeden Fall ein besseres Handy als iPhone? Ich. iPhone 13. Ja, und dann sage ich zum Alter, bei dir läuft die Geschäfte. Er sagt, nein, zu ihm zeigt ihr Handy, iPhone 11. Ja. Ja, lass doch mal machen, ja. So ist das, oder? Egal, jetzt suchen wir den Naja, man muss aber bedenken, dass die Handys kosten hier das Dreifache, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Okay, Elektriker ist da. In der Zwischenzeit haben ich und Mehmet hier Platz genommen. Waren schon 10 Leute da. Also wir hätten den Laden direkt übernehmen können. Geht das jetzt oder nicht? Mal gucken, ob das herrlich geht. Startet die Karre nicht, Alter. Na, Batterie?
Er hat wahrscheinlich die ganze Zeit so an den Lichtern rumgespielt, dass hier gar nichts mehr. Batterie leer gelutscht. So, Fernlicht funktioniert. Das hat er her hinbekommen. Freunde, irgendwie haben wir es irgendwie geschafft. Ne? War wirklich wieder anstrengend. Ja, viele denken sich, geil, Urlaub, bla bla. Irgendwie aber merkt man auch morgens los, was an den Autos machen. Es ist auch so ein bisschen Geduldssache in der Türkei, ne, Schatz? Es ist wirklich so eine Geduldssache. Aber es ist was gelungen, was ich, wie gesagt, wir haben Felgen drauf, schön, sieht nicht schlecht aus. Schwarze Scheiben haben wir machen lassen. Und da haben wir uns gedacht, okay, die Elektrik hat uns ja ein bisschen Probleme gemacht. Haben wir auch mal neue Rückleuchten mal drauf gemacht. Das sieht aber schön aus jetzt. Ja, hinten auf jeden Fall. Ja, man merkt, ne, die neuen Rückleuchten, die sehen schon auf jeden Fall angenehmer aus, ne? Ja, wir haben wieder einen Blinker an Bord, Bremsstick rechts haben wir an Bord. Ja, ganze rechte Seite ging ja nicht. Ja, hat wohl einen Kurzschluss irgendwie gehabt. Der geile Onkel Elektrik hat alles gemacht. 2 Tage für die Arbeit. Ne? Also wirklich, ja, der hat mich richtig fertig gemacht. Ja, eben saßen wir wieder eine halbe Stunde, haben auf ihn gewartet. Ne? Und beim Elektriker habe ich ja die syrischen Kollegen nebenan gehabt, die uns dann das Auto irgendwie was gemacht haben. Haben wir gesagt, du, warum denn nicht? Sieht auch richtig gut aus. Ne? Guck mal, hier die Türpaneelen. Okay, den Gurt muss man noch einbauen lassen. Ja, aber eigentlich ganz simpel. Da fehlt nur eine Schraube. Ja, das ist mehr jetzt hier ist die Arbeit jetzt von den Jungs. Ne? Aber wir haben auch Dings hier. Ne? Also, wir haben die Türpappen sein Scheiß aus, oder? Aber jetzt sieht es ein bisschen besser aus, oder nicht? Ja. Daraufhin haben wir noch mal Sitzbezüge machen lassen, dass mal ein bisschen Kontrast reinkommt. Ja, was heißt hier Kontrast? Ja, richtig ist, Tuning hier, Freunde. Alter Schwede hier, ne? Mit hier Leder, Alcantara. Nein. Das ist Kunstleger. Ja, und dann hat er uns gesagt, weil das Cockpit hat uns ein bisschen gestört, ne? Hat er gesagt, soll ich was hinbauen? Nicht schlecht, für 200 Teller, das sind 10 Euro. Ja. Hui, hat er, glaube ich, geklebt, würde ich sagen, oder? Ja, dann draufgelegt, finde ich voll okay. Aber ich finde, guck mal, er musste das hier ja auch noch nähen, ne? Also ja, ja, aber das ist ja genäht. 200 Teller, für 10 Euro. Ja. Hey, da ist der Cockpit wieder richtig zur Geltung gekommen hier von der Kamera. Auf jeden Fall. Ich habe das eben schon erläutert hier mit dem Lack. Ja, liebe Freunde, klar, ne? Also ihr müsst mal überlegen, ich habe schon Geld hier reingesteckt in das Auto, ne? Aber es ist immer noch nicht bereit, nach Deutschland zu fahren. Nein. Wirklich nicht, weil ich habe den Bremsverstärker, habe ich jetzt bestellt aus dem Internet, der kommt nächste Woche irgendwann. Ja, das ist ja das Hauptproblem, warum wir damit nicht fahren. Genau, ne, Bremse ist schon tot, ich habe keinen Bremszylinder bekommen. Ja, der Motor, der läuft eigentlich, aber der Klack, also wir haben ja die Hydros eingestellt. Ich glaube, die Hydrostößel, diese länglichen Stäbchen, die sind auch schon ein bisschen wohl ausgelutscht. Wenn ich 110 fahre, wie ein Fiesta-Motor, Alter. Ne? Ist schon, da bin ich mir auch nicht sicher. Und das Ding ist, halb fertig, das Auto nach Deutschland kriegen, ist auch dumm. Weil, wenn ich schon die Möglichkeit habe, hier in der Türkei das Auto auf Vordermann zu bringen, wäre ja schon blöd, mit dem Auto dahin zu fahren, das Ding so zu lassen, weil in Deutschland würde ich es niemals hinkriegen, dass die Karre neu aufgebaut wird, oder? Kohletechnisch. Doch, hättest du hinbekommen, aber wie du sagst, Kohle. Also wie gesagt, ich wollte das Auto mal jetzt demnächst mal Ermbrach geben, der soll die Karre komplett zerlegen, durchschweißen und nochmal komplett gleiche Farbe Neulack drauf. Deswegen haben wir ja die Teppiche auch noch. Nein, der kriegt auch neue Teppiche rein und wenn ich hier zum Sommer wieder herkomme, bringe ich mal ein Radio, ein paar Endstufen mit, ne? Dann kann man nochmal eine schöne Musikanlage rein und dann kann er auch nach Hause. Wofür denn? Was? Wofür denn eine Anlage? Ja, damit man die Geräusche nicht mehr hört. Ja. Nein, er sieht aber wirklich gut aus. Der Onkel hat uns nochmal die Nebel angeschlossen. Habt ihr auch in dem Video gesehen, dass sie wieder geil funktionieren. Es ist ein Kultobjekt, ne? Muss man jetzt sagen. Es ist lustig, aber er ist nicht bereit, nach Deutschland zu fahren. Weil so will ich ihn den Leuten nicht präsentieren, Schatz. Nein. Ne, er soll schon richtig schicke sein, vom Lack her richtig gut dastehen, innen auch schon richtig gut dastehen, dass man sagen kann, wow, ein toller Klassiker. Ein toller Klassiker. Ob er für immer in Deutschland bleiben würde, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht würde ich ihn wieder zurückbringen, weil er ist hier viel wert. Mehr wert als in der Türkei, als in Deutschland, ne? Muss das man weiß sagen. Ich ehrlich gesagt ja, in nicht. In Deutschland kriegst du ja nicht, hast du ja nicht so einen Wert, weil der 124er, der ist schon ein paar Mark wert. Aber ob ich den als, ist ja ein Fiat 124. Baugleich. Ja, deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, wie die da gehandelt werden im guten Zustand. Ich auch nicht, Freunde, ich auch nicht. Aber Dienstag ist die Rückreise, auf jeden Fall Dienstagmorgen fliegen wir nach Hause. Wir haben auch Verpflichtungen, die wir auch nachkommen müssen. Und ja, das war das, was wir jetzt in den 7-8 Tagen geschafft mit Kaufen, Ummelden. Ja, Autoversicherung hat mir so gegeben, Alter. Ja, 320 Euro im Jahr ist viel für türkische Verhältnisse. Naja, es ist allgemein viel, wenn man bedenkt, ich zahle für mein Audi. Ja, Freunde, das Hauptproblem ist natürlich, hier gibt es keine Oldtimer-Versicherung und kilometerbegrenzt Garage. Das zählt hier nicht, Alter, irgendwie. Keine Ahnung. Warum? Aber ich muss noch eins loswerden. Ja. Scheiß auf Verpflichtung, ich will zu meinen Kindern. Ja, wir wollen auch nach Hause, ich will zu meinen Hunden. Freunde, küsst eure Herzen, ein paar Tage sind wir wieder in Deutschland, kommt natürlich Deutschland-Content auf uns zu. Ja, hier sind wir eigentlich fast durch. Morgen mache ich mal schön Carporn oder was von dem Ding. Dann vergleichen wir auch hier, der Touareg ist auch da. Den habt ihr auch gesehen. Hat Papa ja den geilen Bullfänger vorne eingebaut.
Und dann machen wir mal so einen Vergleich. Was haben wir ausgegeben? Kostenaufstellung, oder? Ja. Und dann schauen wir mal einfach. Ne? Ja. Küsst eure Herzen, dranbleiben, abonnieren nicht vergessen, like nicht vergessen. Wir sehen uns bald in Deutschland. Bye, bye. Tschüss.